Hallo Leute, willkommen bei meinen Abenteuern auf Spectacle Island. Wird es mir gelingen, das heruntergekommene Gehöft in eine blühende Farm zu verwandeln? Dies ist Teil 65. So, jetzt mache ich hier mal die kleine Karte weg. Und wir verladen jetzt die Sojabohnen in das Hafensilo. Und dann gucken wir mal nach dem Sojabohnenpreis. Denn ich denke mal, bei einem guten Preis lohnt es sich dann auch, die Sojabohnen zu verkaufen. Denn wir haben sie ja... Ich gucke erst nochmal, aber ich glaube, wir haben sie alle geerntet. So. Hier gucke ich jetzt nochmal, ob ich vielleicht das doch im Vorbeifahren abladen kann. Abkippseite rechts. Jetzt wollen wir sie links haben. Huch. Kornschieber hinten. Links. So. Probieren wir mal. Aber ich fürchte, ich muss die einzeln abkoppeln. So, das stört natürlich auch noch. Oh, es geht, es geht, es geht. Super. Dann habe ich mir das schwerer vorgestellt, als ich dachte. Mit dem kleinen Anhänger hat das nicht geklappt. Aber vielleicht bin ich nicht präzise genug hingefahren. So, wunderbar. Jetzt schalten wir auf den anderen um. Und Abkippseite links. Jawohl. Hier müssen wir uns irgendwie so hinschlängeln. Hey. Ja, ob das noch was wird. Ah, ja, ja, ja. Ja. Oh, super. Ja, da habe ich ja noch mal Glück gehabt. Ja, der Sound ist jetzt schon relativ bescheiden im Vergleich zu dem, was uns bei dieser Soundvorstellung gegeben haben. Also der Sound beim LS22 soll ja so viel besser werden. Ich bin mal gespannt, ob die Versprechungen das halten, was sie versprechen. Ich muss jetzt hier drauf hüpfen. Komm. Super, und jetzt hier rein. Na? Wie geht das? Ah, jetzt. Jetzt fahren wir erstmal ein Stück zurück. Bis wir hier einladen können. Ach, ich habe noch gar nicht nach dem Preis geguckt. Ich hoffe, der ist gut. Damit sich das ganze Theater auch lohnt. Sojamilchfabrik. Was? Nein. Jetzt habe ich so lange Sojabohnen gespart. Und jetzt ist der Preis bei der Sojamilchfabrik am besten. Aber ich glaube, ich krieg das hier gar nicht raus. Oder? Nee. Das hier ist eine Lampe. Also das geht nur in eine Richtung.
da muss ich es mit dem Boot verschicken. Ich könnte jetzt natürlich ein paar Tage warten, bis der Preis wieder besser ist. Hätte ich mal vorher geguckt. Super. Tja. Entladestation für Boote 2. Okay. Da ist der Preis etwas besser. Das ist die da. Nun ja. Dann würde ich sagen, wir fahren das zur Entladestation für Boote 2. Wir werden trotzdem viel Geld kriegen. Und anscheinend sind irgendwie 5.000-6.000 Liter Sojabohnen noch in einem anderen Silo. Die könnten wir dann ja noch zur Sojamilchfabrik fahren. Na, diesmal lohnt sich die Fahrt wenigstens. Okay, ich könnte es auch auskippen. Na, immerhin. Das ist ja gar nicht schlecht. Aber ich krieg es nicht zurück in den Hänger. Ach, jetzt fahren wir hier. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Ab und zu muss das mal sein. Und schließlich habe ich ja die ganzen Sojabohnen gehortet, um mit einer großen Bootsfuhre die zu verkaufen. Aber ich könnte die beim nächsten Mal, wenn ich sowas mache, erstmal in einem normalen Silo zwischenlagern. Und dann, wenn es soweit ist, dann nochmal gucken, wie gerade die Preise sind. Ob man auch da links rumfahren kann. Ich guck mal. Ja, das sieht kürzer aus, das ist aber erheblich weiter. Ja, wenn man hier so rumfährt, das ist weiter als so. Auch wenn das jetzt so aussieht, als wird man da gerade nur so durchsausen müssen. Dann fahren wir da lang. Lärmmacher wieder. Ja, und in das Boot hätte jetzt noch insgesamt dreimal so viel reingepasst. Ja. Das kann man auch sehen. Mit dem Bootbild. Und in der neuesten Version von der Spectacle Islands sollen die Boote viel schicker aussehen. Aber da ich hier so viel gebaut habe, hole ich mir natürlich keine neue Version. Höchstens vielleicht mal für diese Bootstextur. Die würde ich dann hier so reinfriemeln. Mache ich vielleicht mal, wenn ich mal Zeit habe. Weil das Boot sieht schon so ein bisschen arg abgegammelt aus. Oh, Helfer G braucht schon wieder Hilfe. Aber jetzt nicht, denn ich muss ja hier schließlich mit meinem Boot fahren.
Da kann man ja auch nicht drauf springen per Tab. So, ich glaube, das ist da bei dem Kran. Da waren wir auch schon mal. Glaube ich. So. So. Eigentlich müsste jetzt... Ah, genau. Darauf habe ich gewartet. Jo, dann bin ich mal gespannt, wie viel das jetzt in Summe ist. Das hätte man natürlich ausrechnen können, aber irgendwo liebe ich diese Überraschung, wenn das Geld so hoch zählt und dann die möglichst große Zahl erscheint. 172.000, na, das ist doch mal was. Das kann's ja glatt mit einem... Na, jetzt wackelt das wieder. Glatt mit einer Fuhre Gärreste aufnehmen. Irgendwie hatte ich doch beim letzten Mal rausgekriegt, wie das geht, dass der aufhört. Und ich hab's vergessen. Vielleicht ein bisschen rückwärts fahren? Ich glaube, es war durch normale Lenkbewegungen. Mal gucken. Wenn ich so ein bisschen hin und her fahre... Sollte ja auch nicht zu weit rausfahren. Vielleicht hört es ja von selber auf zu wackeln. Ja, offenbar stört das Wackeln auch bei der Geschwindigkeit. Schlimm, schlimm. Stopp. Jetzt? Tja, das ist die Giants-Physik. Fahren wir einfach weiter und ignorieren's. Na, jetzt fährt bestimmt gleich dieses Schnellboot durch uns durch. Nein. Es hat Angst vor uns. Ich würde auch nicht gerne durch so ein schwankendes Boot durchfahren. Ja, also meinem alter Ego da vorne wird bestimmt bald seekrank zumute. Und das, wo das Meer total spiegelglatt ist.
hoffe, ihr werdet nicht seekrank. Immerhin bleibt ja die Landschaft relativ stehen. Ja, nicht so perfekt. Das wackelt auch ein bisschen. Das ist natürlich doof. Mal gucken, was passiert, wenn ich mich reinsetze. Aber das ist furchtbar. Außerdem schwankt es dann noch mehr. Dann gehe ich mal so weit weg wie möglich, damit wir ein möglichst, ja, feststehende Boden und Gewässer haben, auf denen wir hier lang schwanken. So, jetzt hört sich's hier wenigstens friedlich an. Eigentlich müsste so ein Schiff doch tuckern. Tut's auch, glaube ich. Ja, ran. Es macht Geräusche. Immerhin. Jetzt sollten wir auch noch tanken. Und dann müssen wir dringend zu unseren Kartoffeln eilen. So. Okay. Ja, das funktioniert wenigstens. Dann sind wir schön frisch aufgetankt. Vielleicht muss ich jetzt ein Stück zurückfahren. Er rührt sich nicht mehr. Kaputt. Nee, festgefahren. Na toll. Also, dann steigen wir mal aus. Ich hoffe, dass ich hier wieder drauf komme. Immerhin wackelt's nicht mehr. Gut, das hat doch schon mal geklappt. Und jetzt muss ich hier... Mal gucken, ob ich das hinkriege. So... Gut. So. Ob ich da drauf springen kann? Schummrig. Ich meine, so ist es ja oft in echt, wenn man auf irgendeinem so ein kleines Boot im Meer springen will, wackelt das ja oft so. Jetzt konzentrieren. Oh, es hat geklappt, es hat geklappt und ich bin nicht ins Wasser gefallen. So. Okay. Gut. Na, jetzt bin ich zu weit weg vom Ufer. Jetzt versuchen wir das mal im Rückwärtsgang. So. Und jetzt wieder vorwärts. Sehr schön. Und merkt ihr was? Es schwankt nicht mehr.
Super. Gut. Ich meine, immerhin 175.000 Euro verdient. Da kann man eigentlich nicht meckern. Aber jetzt schnell zu den Kartoffeln. So. Na. Da. Okay. Da müssen wir uns schlängeln. So. Wunderbar. Naja, immerhin kommt er vorwärts jetzt im Auf- und Abfahrverfahren. Aber naja, da muss ich wahrscheinlich am Schluss schon noch einiges selber fahren. Dann werde ich eben einfach entsprechend fluchen. So. Gut, jetzt könnte ich hier zurück zum Hafen fahren. Und mein schönes Hängergespann hier wegfahren. Bisher habe ich ja auch Glück gehabt, dass es nicht regnet. So, im Vorbeigehen sollte ich vielleicht mal hier bei den Tieren sauber machen. So. Die haben es nämlich auch bitter nötig. Gucke ich auch gleich mal, ob die alles haben, was sie dringend brauchen. Ja, wird schon immer voller dort. Lauter Klonschweine mit den gleichen Muttermalen. Ich glaube, bei Schweinen sagt man da eher einfach Flecken, oder? Bei Kühen sagt man ja auch Flecken. So. Kühe. Und demnächst dürfte es dann auch mal Zeit werden, dass ich ein paar mehr Kühe anschaffe. Denn wir haben jetzt ja hier unsere Futtermischproduktion im Betrieb. Und könnten auch mehr Kühe verkraften. Aber eilig ist das nicht. Gibt hier immer so viel zu tun. So. Sehr schön. Also, die Schweine. Ja, Sauberkeit haben wir gerade gemacht. Das wird bestimmt aktualisieren. Kartoffeln ernten wir gerade. Und Raps gibt's demnächst. Wird ja gerade angesät. Jetzt ist auch die Sauberkeit umgesprungen. Wunderbar. Schafe alles im grünen Bereich. Hühner auch. Kühe auch. Also das fressen die ja nicht mehr, wenn sie Mischration haben. Goldproduktion ist bei 812. Ja, dann ist der dritte auch bald voll. Und die Pferde, die hätten gern noch ein bisschen Heu und ein bisschen Wasser, aber dringend ist das auch nicht. Wenn ich mal Muße habe, kann ich denen noch ein bisschen Heu bringen. So, gut. Ja.
läuft eigentlich alles recht geschmeidig. Mal gucken, was die Bäume so sagen. Füllstand Wasser 21%. Ja, da könnte demnächst mal wieder was gebraucht werden. Das sollte ich mal gedanklich so im Hinterkopf schon mal einplanen. So. Vielleicht komme ich ja dazu, wenn es später regnet. Aber vielleicht regnet es ja auch erst heute Nacht. Und dann liege ich natürlich in meinem kuscheligen Bettchen. So. Jetzt fädeln wir uns mal hier ein. Obwohl, vielleicht besser von der anderen Richtung. Ich fürchte, auch für dieses Gespann reicht das nicht so ganz. Mal gucken. Wenn wir so ein bisschen rausstehen, macht das ja nichts. So. Ja. Dann koppeln wir halt einfach ab. Also den Trecker. Und dann passt das schon einigermaßen. So. Jetzt gucke ich mal, was hier die Aussaat macht. Da, halb, fertig, gut. Und hier haben wir... Das ist noch Sojabohnen. Oh. Ernsthaft? Ja, das ist noch Sojabohnen. Und das ist noch Sojabohnen. Na, die können wir dann ja, wenn die geerntet sind, bei der... Sojamilchfabrik verkaufen. Aber das kann natürlich sein, dass dann die Preise dort wieder schlechter sind. Dann heben wir die auf. In einem Standardsilo. Wenn ich dann noch daran denke. Hier gibt's dann Raps und hier... Sojabohnen würde ja schon Sinn machen. Obwohl... Der Rapspreis ist hier oft genauso hoch wie der von Sojabohnen, oder? Gucken wir mal. Der beste Rapspreis ist 2800 und der beste Sojabohnenpreis aktuell 3200. Aber die haben oft hier gleiche Preise, da 2800, 2900 und man erntet deutlich mehr Raps als Sojabohnen. Ich könnte ja einfach auch mal so eine Raps-Serie machen. Also hier Raps und dort Raps. Und dann den Schweinen Raps geben, bis die sagen, oh nein, nicht noch mehr Raps. Und den Rest dann verkaufen. Ich denke, das würde Sinn machen. Gut. Ja. Läuft doch eigentlich ganz gut, außer dass die Kartoffelernte sich so hinzieht. Aber die werden wir irgendwann auch noch hinkriegen. Ja, man kann es gerade nicht sehen, das Kartoffelfeld, das wir da hinten beackern. Aber wir wissen davon. Okay, das war's mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.